Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Brotherhood mit mir, dem Blackbeard, wie immer. Und wir machen weiter. Tunneleingang. Tunneleingang hier. Reise zum Bordell. Rosa in Fjorde. Akzeptieren das Reiseziel. Im Hintergrund haben wir nochmal die Engelsburg gesehen im Vatikan. So. Und starten die Hauptmission. Ja, Melly sammelt sich die Mission, die wir im Nachhinein nochmal nachspielen dürfen. So langsam häufen sich die Missionen auch nochmal, die wir dann zum Ende hin nochmal nachspielen dürfen, um auf 100% zu kommen, aber... Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol, du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. Senator Egidio Drache auf dem Kapitol besuchen, um den Aufenthaltsort des Bankiers herauszufinden. Volle Synchronisation bei der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden. Alles klar. Dann, machen wir das doch mal. Holen uns da vorne noch diesen Kurier. Hey, denkt auch mal an die, die ihr verletzen könntet. Ja, nun lauf doch da hoch. Mensch, Lütmann. Ach, Mensch, wieso klappt das immer nicht immer mit diesem Anspringen? Alter, der hat auch keine Ruhe, oder? Der rennt nicht mal in eine Richtung oder so? Nein. Der muss ständig die Richtung wechseln. So. Dann plündern wir mal eben noch kurz. Kommt mit, Mädels. Hey, alte Maid. Das Consiglio Rionale erinnert Wallfahrer daran, ihre Notdurft nur in den dafür vorgesehenen Einrichtungen zu verwenden. Habt ihr die nötigen Genehmigungen? Die werde ich sicher sauber geben. So, dann machen wir kurz den Steckbrief. Hol eine im Suff abgeschlossene Wette oder so. Ja, lass ihn dir schmecken, den Storch. Lass ihn dir schmecken. Ich weiß nicht, ich habe Storch noch nie gegessen. Hat einer von euch schon mal Storch gegessen? Schmeckt wie Hühnchen oder? Eher wie Fasan, Truthahn, Ente, Pute? Wachtel? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weil er sich so ehrenhaft ergeben hat, kommen wir seiner Bitte gerne nach. Campo del Fiori, morgen zur gewohnten Zeit. Huch. Was greifen die da auf einmal nach einem? Wo ist dieser Senator? Oh, das kann man auch kaufen. Was kostet das denn? Komm, hab keine Ahnung. 38.000? Ich habe nicht genug Geld. Nein. Dass Egidio sogar das Sühnegeld abschaffen will? Bitte. Jeder Bürger zehrt vom Gesetz.
Wo ist er, der Senator? Dort hinten ist er. Keine Diskussionen. Eure Schuld ist überfällig. Macht eine Ausnahme für einen alten Mann. Nein. Wir kommen, um zu kassieren. Ich werde sein Geld bald haben. Das reicht uns nicht. Eure Anstrengungen sollen nicht umsonst gewesen sein, Amico. Ein guter Samariter in Roma? Ich dachte, so etwas gibt's nicht mehr. Senator Egidio Trocke. Euch schulde ich nicht auch Geld, oder? Ich suche nach Cesares Bankier. Ha! Cesare Borgia. Und ihr seid... Ein Freund der Familie. Cesare hat viele Freunde zurzeit. Nur leider bin ich keiner davon. Ich kann zahlen. Ma che meraviglia. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Wo wart ihr nur mein ganzes Leben? Wir sollten besser verschwinden. Ich kenne einen Ort. Gut, hier lang. Den Senator in Sicherheit bringen, okay? Oh Gott. Aber ihr werdet mich beschützen müssen. Die Wachen sind nicht sehr freundlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Jemand möchte euch tot sehen. Vor kurzem erzählte mir mein Bruder Francesco, der Kämmerer des Papstes. Ich weiß, lasst mich ausreden. Es ging um Cesares Pläne für die Romagna. Ich schrieb eine Warnung an den Botschafter von Venezia. Doch einer der Briefe wurde abgefangen. Es ist blöd, dass da jetzt gerade vier Wachen stehen. Der Senat hat heutzutage nichts zu tun. Die Borgia haben die ganze Macht. Wisst ihr, wie es ist, nur Cazzo zu machen? Es verändert einen. Zugegeben, ich habe gespielt, getrunken. Und gehurt. Oh, ihr seid gut. War es das Parfum an meinem Kragen? Etwas in der Art. So, wir gehen jetzt einfach mal hier oben herum. Und umgehen somit hoffentlich die Wachen. Ja, wir umgehen die Wachen. Sehr schön. Mal kurz auf die Karte schauen, bis wohin wir denn eigentlich müssen. Ja, ist ja fast ums Eck. Aber ich würde sagen, wir werden dann nicht den direkten Weg hinnehmen. Mal schauen. Wir werden uns irgendwo unten herum schleichen können, müssen, dürfen, werden, machen. Na, mal schauen. Die Senatoren haben einst über echte Probleme entschieden. Wie unbotsame Grausamkeit, verlassene Kinder. Jetzt verabschieden wir Gesetze über die erlaubte Ärmelweite von Frauenkleidern. Ihr nicht. Ihr sammelt Gelder für falsche Vorhaben, um eure Spielschulden zu begleichen. Falsche Vorhaben? Ich wäre interessiert daran, sie zu verfolgen, sobald ich finanziell in der Lage dazu bin. Habt ihr je ein Grab angesehen und gedacht, das ist das Bedeutendste, das ich hinterlassen werde? So, wir sind noch nicht entdeckt worden, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen weiter. Na toll.
Na toll. Dass ich Krieger habe, die können dann schon mal kämpfen für uns, während wir uns quasi aus dem Staub machen können. Zu viele Wachen. Seid gewarnt. Bis die Lage sich beruhigt hat, werden die Strafen empfindlich verschärft. Rechts rum, links rum, rechts rum, links rum. Wo müssen wir hin? Mal kurz schauen. Oh Gott. Ja, links rum und dann schicken wir die unsere Krieger wieder da los. Oder auch nicht. Flieh, flieh, du ruchloser Tropf. Er hat dich. Santa Justa reitet auf eurer Seite, so wie wir. So. Den hätten wir. Nennen wir es ein bisschen Dampf ablassen. Für all die Jahre, die ich euch ertragen musste. Sehr gute Arbeit. So, hier reinkommen. Verdammte Briefe. Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Huh. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider hab ich kein Geld. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Für den Zugang zu dieser Erinnerung werden 3000 Florin benötigt. Jo, 100% Synchronität, alles klar, ja komm, die 3000 haben wir ja wohl. Ein Rekrut ist bereit, zu einem Assassin zu werden. So, das Versteck auf der Tibetinsel auf 100%. Ja, werde ich machen. Wir haben endlich den ersten Assassinen. Irgendwo eine Schnellreisestation in der Nähe? Irgendwo? Irgendwo? Da unten hätten wir eine. Da oben hätten wir eine. Die ist, glaube ich, näher dran. Ne? Komm. Oder bin ich. Oder kann ich einfach mal zu Fuß zur Tiberinsel hin? Ne, das ist zu weit. Tiberinsel zu Fuß ist zu weit. Da haben wir doch eine. Nehmen wir die doch einfach mal. Ich komme sofort wieder. Aber ich habe gerade eine wichtige Mission zu erledigen. Die wichtigste Änderung betrifft die minimale Ärmellänge von Frauenkleidern in der
Mission, eine Kutsche verteidigen war erfolgreich, sehr schön. Den reißen wir kurz runter. Ja, nee, die Dach, Ezio. Lass sie doch einfach fallen und lauf doch geradeaus weg. Wo ist er denn, der Tunnel? Ist doch irgendwo. Ach, da ist er. Tiberinsel. Ich möchte doch an der Zeremonie teilnehmen. Freunde, wo seid ihr? Auch muss ich hier durch die Tür gehen, ne? Schnellreise gilt nicht dahin. Dann betreten wir das Gebäude so, um an der Zeremonie teilzunehmen. Leia Shea Wakan Motlak per Kulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Jawohl, Freunde. Das ist unsere erste Assassinin. Wir haben 4 Assassinen haben wir bereits. Wunderbar. Und die stehen auch kurz davor. Er ist noch unterwegs. Gerade wo ist denn hier ein Auftrag? Ich weiß nicht, dass es ein Auftrag ist. Welche Arbeit ist Lissabon? Ach, das ist Level 8er. Na, der schafft den doch locker. Das wäre da 100%. Eins, zwei, drei. Und damit haben wir dann gleich auch die nächsten 10. Die nächsten Assassinen. Also Level 3er Mission, komm. Die darfst... Oh, mal I, er macht dir. Florenz ist ein 5er. Venedig ist ein 3er. Haben wir noch irgendwo eine Mission, wo wir was erhalten? Ja, da werden ja sowieso 2 ausgeführt. Wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nein. Komm, ihr macht jetzt noch den hier kurz. Oder? Nein, die behalte ich mir immer noch auf. Weil die kriegen eh keine Erfahrung mehr dafür. Das ist nur noch fürs Geld verdienen. Das ist jetzt nur noch fürs Geld verdienen.
Super. Da wollen wir mal gucken, wo haben wir hier die... Hier haben wir doch irgendwo eine Schnellreisestation auch. Genau da. Zu dem wollte ich. Pantheon? Pantheon. Kurz mal die Schnellreise dorthin buchen. Und dann auf geht's zu der Mission. So, und wir gehen jetzt hier unten lang, um kein Aufsehen zu erregen. Und bringen dem jungen Mann mal das Geld. Ja, Leonardo hat wieder einen neuen Standort, aber er hat eh nichts mehr für uns zu bauen. Halt, falsche Richtung. Habe ihn doch fast verlaufen. So. Aber... diese Mission spielen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ich schalte noch morgen wieder ein, wenn wir diesem jungen Mann das Geld geben, ihn begleiten und hoffentlich dann den Bankier erwischen und eliminieren können. Ja. Ich danke fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ein bisschen Spaß. Ich hatte sogar ein bisschen viel Spaß, um ehrlich zu sein. Und sage dann bis morgen, euer Blackbeard. Bis dahin.